Unter der Überschrift Made in MV stellen wir Ihnen im Nordmagazin in loser Folge Unternehmen aus dem Land vor, die entweder besonders erfolgreich sind oder mit ganz speziellen Methoden arbeiten. In Falun zum Beispiel ist das eine spezielle Brenntechnik, mit der zum Beispiel Stahl oder auch Aluminium geschnitten werden. Die Kunden des Unternehmens kommen aus ganz Norddeutschland und es war sogar schon ein Prominenter darunter. Udo Lindenberg und sein Denkmal. Hergestellt von einer kleinen Firma aus Mecklenburg-Vorpommern. So. Das ist auch richtig toll gemacht. Hinterm Horizont ist so ein Ausschnitt und so. Da kannst du gut durchblicken, also guter Durchblick und so. Ne? Gucken hinter den Horizonten auch vorher, ne? Vor dem Horizont, was alles abgeht und so. Ne? Also ist alles cool. Ne? Sein Lieblingsort in Timmendorf an der Ostsee. Die Spezialanfertigung lieferte eine Firma aus Falun. Eigentlich wird hier keine Kunst produziert. Sie arbeiten für Kunden aus dem Fahrzeugbau oder dem Baugewerbe. Im Land sind sie eine der wenigen Spezialfirmen mit diesem Plasmabrenner. Die Maschine erzeugt dafür einen elektrischen Lichtbogen. Der wird dann in Plasma verwandelt, 20.000 Grad Celsius heiß. Die exakten Einstellungen und die Schnittqualität hängen vom Material ab. Es ist zum Teil flexibel wie auch hart. Das ist dieses, was es halt ausmacht. Zum Beispiel Alu, ganz gutes Beispiel. Ist zwar kalt ein bisschen, aber es ist weich, flexibel, zerkratzt schnell, es ist leicht. Wenn man jetzt Edelstahl nimmt, es ist hart, es ist aber auch flexibel, zerkratzt nicht schnell. Also das sind diese Sachen, die den Unterschied machen. Es geht vor allem darum, die Platte bestmöglich auszunutzen, mit so wenig Verschnitt wie möglich. Dabei muss jede einzelne Schnittkante präzise sein, auf den Millimeter genau. Wir arbeiten ja nach Kundenzeichnungen und wir müssen diese Kundenzeichnungen genau einhalten. Wenn wir das anders machen, dann kann der Kunde das nicht gebrauchen. Eine Kathode hält je nach Werkstoff unterschiedlich lange. Eine neue kostet etwa 25 Euro. Wenn die Kathode oder die Düse verschlissen ist, sind die Löcher nachher unrund. Dann hört man das daran, dass es eher kratzend ist. Es wird lauter wie normalerweise. Man hört es. Dickere Platten trennt der autogene Brennschneider. Hierbei bringt eine Flamme das Material auf Zündtemperatur. Geschnitten wird mit einem Sauerstoffstrahl, bis zu 1000 Grad Celsius heiß. Viele Teile erkennt man ja wieder. Wenn Sie eine Brücke bauen oder ein Schiff bauen, dann sehen Sie den Stahl. Es gibt aber auch viele Teile, die in irgendwelchen Maschinen verbaut sind, die Sie dann gar nicht sehen. Und wenn Sie dann in der Fertigung beim Kunden sind und Sie sehen so ein Maschinenbauteil und wie das nachher aussieht, das ist schon richtig toll. Insgesamt schneiden sie hier 500 Tonnen Stahl im Monat.